Also, Isaac. Ich habe lange nicht mehr Isaac gespielt. Ich habe zwischendurch mir eine Mod angeschaut. Das war, was war der Name? Die Finfolio Mod. Und ich mochte es nicht sonderlich. Ich habe das Gefühl, die Tatsache, dass allein auch alle Steine und so anders aussahen. Es waren irgendwie 100 neue Gegner, die alle ein bisschen nervig waren. Und ich mochte es nicht. Ich dachte mir, ich glaube, das normale Spiel ist schon angenehmer. Ich habe ewig nicht mehr gespielt, dementsprechend. Wir machen einen klassischen Run, wir nehmen Azazel, wir machen Blue Baby. Ich denke, das ist ein guter Anfang, den alle sich einlassen können. Außer von Couch Sumo, 12 Monate, Resub, wie viel lieben Dank. Pillen. Ich meine, immer ein Fehler. Lockdown. One makes you small. Ist okay, denke ich, ist okay. Aber ja, wir werden ein bisschen Blue Baby besiegen mit Azazel. Wie in der guten alten Zeit. Ich habe nicht vor, heute Tented Lazarus oder Tented Jacob zu machen oder so eine Scheiße. Darauf habe ich keine Lust, denn das sind zwei sehr nervige Charaktere. Gott, ich kann das Spiel wirklich nicht mehr. Ich will wahrscheinlich nicht, dass ich Azazel spiele, der generell ein bisschen komisch ist. Ich glaube, ich hätte nichts dagegen, wenn ich eine Bombe irgendwo herbekommen könnte. Wir können auch noch eine Pille mitnehmen. Ich glaube, das war scheiße. Ich glaube, Empty Heart war scheiße. Ich glaube, das will man nicht haben. Ich habe irgendeine Mod, mit der die Karte inzwischen ein bisschen geschmeidiger sich bewegt. Das ist eine Sache, die nicht wirklich einen Unterschied macht, aber... Beziehungsweise sie war für eine Overhaul-Mod oder so stand, dass man die Mod für installieren soll. Aber ich mag es irgendwie, dass sie so geschmeidig sich nach oben und unten bewegt. Beziehungsweise größer und kleiner wird. Das hat einen gewissen Charme. Meine Güte. Warum nehme ich die grauen Schalter überhaupt mit? Es kommt jedes Mal das Gleiche raus. Ruhes Bergfest. Bergfest ist auch so ein richtiges... Es war so ein Twitter-Boomer-Ding, das die es mal gesagt haben, glaube ich. Wer sagt Bergfest zum Mittwoch? Das war der, genau, der die Kugeln um sich herum schießt. Und einmal kräftig sprintet. Yeah, seht ihr? Ich hab's raus. Ich weiß Bescheid. Ich weiß, wie es läuft. Au. Ist okay, ich weiß trotzdem. Ich hab kein Problem. Bergfest sagen meistens Alkoholiker. Erläutere. Reden wir von einem, ich trinke nur am Wochenende Alkoholiker. So ein Dierfeld-Ding. Jeder in Dierfeld sagt das. Das ist das größte Dorf Deutschlands, müsst ihr wissen. So ein typischer Wochenende-Alki. Ich habe das Gefühl, das ist mir ein bisschen zu spezifisch. Alle Säufer, die ich kenne, sagen das, in Klammern, sie trinken mehr, als sie sollten. Verstehe. Oh ja, ich hab ein leeres Herz bekommen. Vielleicht war das Empty Heart doch nicht komplett verkehrt. Gehe ich jetzt eigentlich am Anfang von jeder Runde eins, oder wie läuft das? Beziehungsweise am Anfang von jeder Ebene. Oh. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich so viel Damage? Das liegt an, vermutlich mehr an der Spritze, die ich mitgenommen habe, Growth Hormones. Warum habe ich alles vergessen aus diesem Spiel? Es ist nicht mal so lange her. Warum weiß ich nicht mehr, wie die Items heißen? Die grundlegenden Items. Was mit der Portal 2 Videoreihe? Wurde die verworfen? Gemessen daran, dass vor 2 Wochen Folge 1 kam und dann nie eine Folge 2 und das offline genommen wurde. Was glaubst du? Glaubst du, nach 5 Wochen kommt Folge 2 oder... Wie würde das laufen? Ich war am Samstag da und es ist wirklich sehr klein. Bist du wirklich in dieses dumme 7-Einwohner-Dorf gefahren? Aber warum? So, ich hätte ein Herz. Damit könnte ich einen Devil Deal mitnehmen. Devil Deal wäre natürlich auch wie in der guten alten Zeit, aber wir schauen erstmal nach dem Goldraum. Ich dachte, du wartest bis Portal 3 kommt für Part 2. Ja, ist eine Option. Rotten Baby? Oh, Baby. Das ist ein Run wie im Jahr 2013.
Außerdem von Altan, 43 Monate. Resub, lieben Dank. Jo, Altan, hast du Armored Core gespielt? Ich habe Armored Core mir gekauft. Und, es ist wie 2014. Ich habe Armored Core gekauft, ich habe es gestern durchgespielt. Ich würde sagen, mein Fazit ist, es ist stellenweise super frustrierend. Ich rede von Dingen wie dem Ibis-Bosskampf oder diese dumme Spinne. Manche Bosse sind, sie wirken sehr unbalanced. Man hat auch nicht wirklich, ich habe das Gefühl, man hat nicht wirklich die Möglichkeit auszuweichen im Zeug. Und die feuern einfach doppelt so viel ab als die schlimmsten Elden Ring-Bosse. Das heißt, das war ein bisschen doof. Ich habe auch, nachdem ich es durchgespielt habe, wollte ich Jürgen Plus machen, um das zweite Ending noch zu holen. Dann dachte ich mir, oh ja, ich wollte ein bisschen mit Laserwaffen noch spielen, aber irgendwie... Die Scheiße kannst du nicht mal für dich behalten. Irgendwie komme ich mit denen überhaupt nicht zurecht. Das heißt, womit ich das Spiel gespielt habe, war mit Sturmgewehren und der Minigun und sowas. Und wenn ich versucht habe, dann auf die Energiewaffen zu gehen, ich habe das Gefühl, mit denen kam ich gar nicht zurecht. Außerdem also von Mond der Twitcorn, 4 Monate. Resub, lieben Dank. Ich habe gestern Abend mit Korn gefangen, habe 5 Versuche mit Tutorial-Boss gebraucht. Ja, ich habe schon gehört, dass Leute bei diesem einen Helikopter ein paar Versuche brauchen. Ich bin einmal gestorben. Aber keine Sorge, ich bin bei anderen Bossen durchaus oft genug gestorben. Und ich habe das... Ich will nicht verraten, wer oder was. Nicht, dass die Story wirklich... irgendeinen Sinn ergibt wahrscheinlich für irgendjemanden. Aber ich habe das schlechte Ending geholt, okay? Das Bad Ending. Ich wusste nicht. Ich war nur ein Zundakala-Freund, okay? Sobald ich das Emblem von Zindakale haben konnte, wusste ich, na, ich muss auf ihrer Seite stehen. Ich bin pro Menschheit heute. War das schlechte Ending, wie sie herausgestellt hat. Und der Bosskampf von dem schlechten Ending, der letzte Bosskampf, er war wirklich gut. Prinzipiell würde ich sagen, vom Pacing her relativ ähnlich wie Morgoth und definitiv besser als die meisten Elden Ring Bosse. Ich habe schon mit Doppelter Shotgun gespielt, war easy. Ah, die Shotguns mochte ich auch gar nicht. Aber ja, Armored Core 6. Ich bin nicht der größte Freund von den meisten Waffen im Spiel, weil ich bei denen mir unsicher bin. Ich meine, die meisten sind, glaube ich, einfach nur als Zweitwaffe. Aber man kann auch sowas mitnehmen. Ich habe auch mal bei einem Level habe ich auch mal die beste Pistole im Spiel mitgenommen. Und die hat einfach kaum Munition, macht kaum Schaden. Und ich dachte mir, was ist der fucking Sinn dahinter? Warum sollte ich die jemals verwenden? Elden Ring war schon ein bisschen mies. Ja, nein, nein, ja. Ich meine, Elden Ring hatte halt viel Müll-Content. Es hatte auch guten Content. Bei mir spielst du die Rede von Armored Core 6. Ich habe das Gefühl, so viele Leute haben Armored Core an dem Punkt noch nicht durchgespielt, deswegen... kam er erst am Freitag raus. Oh, was ist das für Items heute? Ich habe das Gefühl, niemand kann mit mir darüber reden. Das ist nicht Tech 5, das ist Tech Point 5. Ich habe übrigens 15 Stunden gebraucht für Armored Core 6. Das ist wirklich komisch, wie es vom Balancing her geregelt ist, weil die normalen Level relativ angenehm und relativ machbar sind, dann kommen die Bosse und es einfach frisst einfach Scheiße. Du frisst einfach Scheiße. Hab's erst gestern gekauft, hab bis jetzt nicht viel Spaß, auch wenn ich davor keinen... Hab bis jetzt viel Spaß, auch wenn ich davor keinen Armored Core gespielt habe. Ich meine, wie gesagt, ich fand's insgesamt, ich würde sagen, ich fand's sehr spaßig. Vor allem gegen Ende hatte man auch mit diesen gewaltigen Skybox-Shots und sowas ziemlich coole Stellen. Aber manche Bosse. Angefangen mit diesem dummen Spinnenteil. Wenn wir gerade gegen eine Spinne kämpfen. Es gab auch einen Armored Core-Spinnen-Boss und den fand ich gar nicht schön. Den fand ich gar nicht nett. Da war ich nicht begeistert von. 15 Stunden hätte ich gedacht, dass es länger gehen wird. Ich meine, es gibt ja zwei Endings, beziehungsweise ich glaube, die letzten drei Missionen sind dann anders. Das heißt, man ist durchaus motiviert. Ich glaube, man sollte auch einen anderen letzten Boss bekommen. Man hat an sich die Motivation, das Spiel nochmal zu spielen. Eine Sache, die ich dann nicht ganz nachvollziehen kann, ist, Armored Core hat einen Missionsauswahlmodus. Gab es einen Giftsumpf? Nein. Ich befürchte leider nicht.
Genau, Armored Core hat einen Missionsauswahlmodus, was eine gute Sache ist. Aber man muss die eine Mission, an der man dann irgendwie zwei verschiedene Pfade wählen kann, relativ gegen Ende, die kann man dann nicht einfach nochmal ansteuern, sondern musste das gesamte Spiel nochmal bis zum Punkt spielen. Und das finde ich ein bisschen dumm. Ich wünsche, ich wäre nicht zwischendurch heute in Meetings, Stream hebt die Stimmung. Hast du immer noch Meetings um die Uhrzeit oder was? Ich habe heute sehr viel Zeit mit verbracht, ein paar Watara Supervision Spiele zu spielen, weil ich darüber noch ein Video machen will. Das ist dieser eine Handheld mit diesem komischen Schulbus-Gelenk in der Mitte, den ich mal in dem, was war das für ein Video, ich habe mir alte Spiele gekauft, gezeigt habe. Ich habe es ewig vor mir hergeschoben, weil ich wusste, dass ich die Spiele nicht spielen will und sie waren einfach so scheiße. Die waren wie wenn man sowas spielt wie Action 52 oder sowas. Nur weil das halt einzelne Spiele. Es war halt. Die ganzen Spiele sind halt. Man kann sie nicht mal richtige Spiele nennen. Vor kurzem ein 4-Stunden-Meeting von 14 bis 18 Uhr. Oh, ich hatte auch schon mal Durchfall. Eden's Blessing. Mori ist erfolgreicher als Gamesy bei Blasphemous 2 am ersten Boss sterben. Ich habe heute Blasphemous. Blasphemous spricht man es aus, oder? In meinem Kopf dachte ich mir, man spricht Blasphemous aus. Ja, yeah. Wird schon stimmen. Jetzt, wo ich es laut ausspreche, bin ich mir nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, ich habe es heute angefangen tatsächlich. Ich habe mir. Ich hatte vor ein paar Wochen die Phase, wo ich den einen oder anderen Manga gelesen habe. Und dann dachte ich mir, Mann, dieses Momentum, diese Energie, tatsächliche Medien zu konsumieren, das sollte ich vielleicht beibehalten. Vielleicht kann ich das ein oder andere Videospiel in Angriff nehmen. Ich habe dieses Wochenende Darksiders 1 durchgespielt. Ich denke, es war sehr spaßig. Ende hat sich etwas gezogen. Aber insgesamt, ich mochte Darksiders 1. Die Warmastered Edition. Und ja, ich habe Armored Core angefangen. Ich glaube, davon habe ich erzählt, dass ich es durchgespielt habe. Dann wollte ich zwischendurch, was ich mir auch noch gekauft habe an jedem Samstag, ich habe mir auch noch Remnant 2 gekauft. Das habe ich gestern auch ein bisschen angefangen und ich wünsche, ich hätte es nicht bei Humble Bundle gekauft, denn dann könnte ich es noch refunden. Da ich das gemacht habe, kann ich es aber nicht refunden. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Ich meine, es ist bestimmt okay. Die Story ist. Das ganze Writing der Story wirkt ein bisschen so, als würden sie irgendeine komische Netflix-Serie machen wollen. Zwar dieses ganz unangenehme. Ich weiß auch nicht. Das ganze ein bisschen hippe Writing. Aber eigentlich geht es schon darum, keine Ahnung, die Zombies abzuwehren, oder? Ich weiß auch nicht. Es war ein bisschen. Es war ein bisschen Discount der Walking Dead quasi vom Writing her. Und das Spiel selber, es dauert erstmal eine fucking Stunde, bis man halbwegs das Spiel spielen kann. Und dann ist man einfach nur in dieser riesigen fucking Ebene, wo einfach irgendwie komische fliegende Raumschiffe sind, die auf einen schießen. Und wenn man gegen einen kämpft, dann kommen 5 Stück und greifen einen an. Das Spiel ist komplett darauf ausgelegt, dass man es im Koop-Modus spielt. Und ich habe das Gefühl, es ist für, wenn man nicht Online-Koop spielt, ist das... Ich spiele die letzte Scheiße. Das kann bestimmt spaßig sein, wenn man es im Koop spielt, aber sage ich nicht vor. Und dementsprechend, nee, Remnant 2, nee. Ich glaube, das wird nichts mit uns beiden. Auf jeden Fall habe ich mir dann heute Blasphemous 2 angefangen, weil das habe ich mir auch gekauft am Wochenende. Ich dachte mir nämlich, ja, ein paar neue Spiele aktuell, kommen ein paar Sachen raus, die interessant für mich sind. Ich habe den ersten Boss ein paar Versuche gebraucht, aber war ganz cool. Ich glaube, ich bin jetzt bei 2 Stunden Spielzeit oder sowas. Ich spiele also nicht Koop. Willst du ein bisschen Remnant 2 Koop spielen? Ich habe Remnant 2 Solo gespielt, hatte eine Menge Spaß damit. Also das, was ich gesehen habe, ich hatte nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Hinsicht... Ich meine, die Gegner waren doch generell alle super uninteressant. Ich weiß auch nicht. Was meinen Geschmack betrifft, hätte ich schon ein bisschen suspekt sein
nicht, dass Sagen suspekt sein soll. Ich kann heute nicht richtig reden. Ich hätte schon ein bisschen stutzig sein sollen, als ich gesehen habe, dass es von Gearbox gepublished wurde. Ich würde wahrscheinlich schon denken sollen, wird das überhaupt ein Spiel, das ich mag? Es ergibt so viel Sinn, dass es von Gearbox gepublished wurde. Die erste Welt, in der man landet, ist auch immer unterschiedlich. Ja, die Welt bei mir war auf jeden Fall super scheiße und... Nee, ich seh nicht ganz, dass ich dahin zurückkehre. Vor allem, wie gesagt, mochte ich auch die Story nicht und wie sie erzählt wurde und sowas. Nee, ich glaube, da gibt es andere Dinge, die ich lieber spielen würde. Ah ja, Blasphemous 2 bisher, ziemlich spaßig. Kampfsystem ist natürlich ein bisschen, ist quasi eine Mischung aus Hollow Knight und Dark Souls so ein bisschen. Auch wenn viele Leute früher behauptet haben, ich glaube heutzutage nicht mehr, dass Hollow Knight total wie Dark Souls ist. Ich hoffe, dass Leute damit aufgehört haben, aber ja. Es ist ein bisschen so eine Mischung quasi. Ist ziemlich spaßig, hauptsächlich 2D Metroidvania. Einer hat bei Reddit Blasphemous 2 in der Metroidvania Tierlist gepackt und sie auf Reddit gesendet, weil einer seine Meinung wissen wollte. Alle am Rumholen, dass Hollow Knight auf Platz 1 ist oder warum er überhaupt eine Tierlist postet. Man muss aufhören, Reddits Comments zu lesen. Was? Ich verstehe nicht, was das gerade mit irgendwas zu tun hat. Irgendjemand hat eine Metroidvania Tierlist auf Reddit gepostet und irgendwelche Leute auf Reddit haben dann gemeckert, oder was? Das ist eine sehr langweilige Geschichte. Die alte Holy Card, wir haben sie also doch freigeschaltet. Es müsste jetzt mit das erste Mal gewesen sein, dass ich sie überhaupt jemals gesehen habe. Also abseits von Tainted Lost Runs, logischerweise. Außerdem von Kero 2404, 43 Monate Resub. Vielen lieben Dank. Und ja, ich weiß, Baldur's Gate 3, okay, falls irgendjemand das anmerken wird. Ich weiß. So ein langes Spiel. Warte, The World. Was ist The World? Question Mark. Spawns Trapdoor to Crawl Space. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit, was soll's. Oh, das ist ein Spacebar-Item. Holy Cards haben eine höhere Spawn-Chance als Scented Lost, macht den Charakter richtig gebalanced. Ich meine, das ist, ich denke, das ist allen klar. Denn man findet mit der Tainted Lost relativ viele Holy Cards und ohne Tainted Lost findet man nie welche. Die sind super selten, wenn man nicht Tainted Lost ist. Au, ach komm schon. Meine Leben. Schon Berserk angelesen? Nein, ich habe nichts weiter mehr angefangen. Das letzte, was ich gelesen hatte, war der Dragon Ball Super Manga. Davor Part 1 von Chainsaw Man und dann habe ich mit Darksiders angefangen. Auch wunderschön, dass ich komplett falsch bin. Das heißt, ne, wir können Boss Rush noch erwischen. Wie sieht's aus mit One Piece? Ich meine, ich habe nicht angefangen. Wie gesagt, ich bin auch aktuell und nicht sonderlich viel am Manga lesen. Wie fandest du Chainsaw Man? Ich denke, die ersten 60, 70 Chapter fand ich unglaublich gut. Dann kam das Ende, wo viele Charaktere gestorben sind und irgendwie nicht allzu viel darauf eingegangen wurde weiter. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, warum soll ich mich überhaupt noch für die Charaktere interessieren, wenn sie sowieso einfach nur sterben, ohne dass jemand jemals darüber reden wird. Ja. Das heißt, da war ich dann irgendwie nicht der größte Fan von. So, wir haben noch reichlich Zeit für Boss Rush.
Kann aber auch dazu bei, was er auch dazu beitragen kann, ist die Tatsache, dass ich davor Parasite gelesen habe. Was prinzipiell ähnliche Ansätze hatte. Nur war es da bei den Protagonisten die Sache, dass er hat das Herz eines Monsters, eines Parasiten. Und dann hat er an irgendeinem Punkt gemerkt, dass er nicht... Ach, shit, warte, wir wollen Polaroid, wir wollen zu Blue Baby. Dass er nicht weinen kann, auch wenn er traurig ist. Dann dachte er sich, oh, bin ich überhaupt... Oh, fuck. Wir nehmen GMP mit. Attack Point 5 hat ziemlich gelitten. Bin ich überhaupt noch ein Mensch und sowas? Wir nehmen das mit. Das Gefühl, das fand ich als Prinzip ein bisschen interessanter, als wie Chainsaw Man das geregelt hat, wo er irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich glaube, darauf soll es hinauslaufen, dass im Endeffekt dann irgendwie ein bisschen, weil er mehr Monster ist, nicht mehr wirklich traurig ist bei Dingen und sowas. Ich habe keine Ahnung. Fand ich komisch. Ja, der gute alte Azazel mit Attack Point 5. Part 2 habe ich da ein bisschen angefangen, aber ich war irgendwie gar nicht interessiert. Vielleicht schaue ich irgendwann mal rein, keine Ahnung. Das Ende von Part 1 war... Ich mochte es wirklich nicht. Aber an der Stelle, Parasite... Parasite könnte ich sehr empfehlen. Ich denke, das war ziemlich gut. Ich habe das Gefühl, ich sollte den Boss Rush nicht machen. Aber unter Umständen... Kommen wir vielleicht irgendwo ein Soul Heart raus. Das wäre ganz cool. Vielleicht sterbe ich auch einfach. Das wäre auch ganz cool. Ich bin übrigens überrascht. Oh, ich hab den Boss Rush Van Counter installiert. Seid ihr davon? Der Anime zu Parasite ist auch gut umgesetzt. Etwas in der heutigen Zeit getragen und modernisiert, aber keine Folge ist langweilig. Ich habe gehört, dass sie so weit in die moderne Zeit gegangen sind, dass während den Kämpfen Dubstep-Musik läuft. Denn der Anime ist von 2014. Das klingt relativ lustig. Ja, ich mochte Parasite sehr. Dubstep stirbt nie. Ja, yeah. Das ist eine Lebenseinstellung. Kennt ihr den Anime über den kleinen Jungen, der alleine lebt? Ich denke, das grenzt es ganz gut ein, worum es sich handeln könnte. Kleiner Junge, der alleine lebt. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Welle 9. Oh, ich sage es euch, der Wellencounter, das ist das Leben. Kotaro Lives Alone, einziger Anime, den ich kenne diesbezüglich. Ich kenne keine, ich kenne generell nicht wirklich irgendwelche Anime. Also ist okay. Ein Stream zu dieser Uhrzeit und zu diesem Wochentag. Ja, yeah. Ich wollte ein, zwei Roguelikes unter Umständen mal wieder streamen. Aber ich habe am Wochenende nicht wirklich Zeit dafür. Au. Da ist schon alles voll mit den 3D-Marios und den Metroids. Oh ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der braune Nugget, dass da einfach nur diese dummen blauen Fliegen kommen, die man nicht haben will. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber gut. Gibt's sonst auch Neuigkeiten über unser Leben? Au. Na, geh doch weg. Gott, ich wünschte wirklich, ich hätte My Reflection nicht mitgenommen. Es hat sehr hart das Momentum gekillt von meinem Attack Point 5. Das Gefühl, Attack Point 5 war ein wichtiger Damage-Dealer. Aber okay. Ich meine, Brimstone Tag X kann man natürlich auch nicht zu sehr verschmähen. Sollte man nicht. Man kann,
Sollte aber definitiv nicht. Okay. Ich meine, es ist besser als der Nugget. Ich habe vor kurzem Jojo geguckt, weil direkt hooked habe, sind 2 Wochen durchgeguckt. Ich mochte von Jojo, ich habe damals vor Ewigkeiten, ich habe ein bisschen geschaut, ich mochte Part 1, Part 2 fand ich ein bisschen komisch, Part 3 fand ich dumm, da habe ich es aufgehört. Und das war es dann der Geschichte. Wir waren eigentlich im Shop. Weil Flash gibt auch Damage für normale Angriffe. Ja, ja, ich weiß, deswegen habe ich es mitgenommen. Aber trotzdem ist Tag Point 5 seitdem ziemlich nutzlos geworden. Außerdem Kiyoshi Raid. Vielen lieben Dank. Willkommen. Was hast du gestreamt? War es Isaac? Ich hoffe, es war nicht Isaac. Hattest du die Ultra Hard Challenge geschafft? Ja. Es gibt einen Ultra Cut von meinen Ultra Hard Versuchen. Der geht 12 Stunden ungefähr. Auch ein bisschen Isaac. Oh shit, was hast du gemacht? Macht den ersten Run seit Ewigkeiten. Und ich weiß ein bisschen, wie man das Spiel spielt, fast. Hast du in letzter Zeit gar kein Isaac mehr gespielt oder nur gestreamt? Ich hab's generell nicht gespielt. Och, komm schon. Ich bin übrigens ein bisschen erstaunt, wie schnell Isaac einfach ist. Das ist eine Sache, die ich wirklich, ich weiß nicht warum, aber ich habe es wirklich wieder vergessen. Zwischenzeitlich, als ich jetzt vorhin gespielt habe, dachte ich mir, war das Spiel immer so schnell oder habe ich gerade irgendeine, habe ich eine Mod installiert, die das Spiel schneller macht. Hab Tainted Keeper Runs gemacht mit Hash Mega Satan, Lärm und davor noch was anderes gemacht. Oh, Tainted Keeper mochte ich, ich wollte gerade sagen, mochte ich immer, aber nee, ist generell spaßig. Ist definitiv einer der spaßigeren Tainted Charaktere. Ich habe heute ein bisschen Blasphemous 2 gespielt und ich habe das Gefühl, das war nicht ganz so schnell. Ich habe das Gefühl, ich sollte nicht so lange aufladen. Snack? Ach, was ist das denn hier alles für eine Scheiße? Was soll man denn damit anfangen? Grauenhaft. Grauenhaft. Tainted Keeper kann anstrengend sein mit seinen wenig HP. Ja, aber dafür kann er auch sehr stark werden. Ist immer ein ganz netter Ausgleich. Dann hat man Charaktere, die wenig HP haben, aber auch nicht wirklich viel stärker werden. Und das ist dann immer das Nervige. Auch wenn Leute natürlich darauf schwören, dass der Geist von Tainted Jacob wirklich stark ist. Ich finde ihn wirklich scheiße. Ich finde dich stark. Ich weiß ja nicht. Außer von der Flopsy. 3 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ich wünschte, ich hätte Tainted Jacob zum Zeitraum gemacht, als man einfach den Geist killen konnte. Vor allem verstehe ich nicht, warum sie das rausgemacht haben. Ich meine, ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass niemand Tainted Jacob richtig spielen will, weil er scheiße ist. Deswegen alle lieber diesen... Dann hat man ihn quasi als Tainted Lost gespielt, oder? Das haben alle lieber gemacht. Dann dachten sie sich, ja, ja, shit. Dann werden wir wohl die Möglichkeit besser rausnehmen. Ich will keine von den Pillen. Ich meine, der Geist von Jacob ist okay stark, aber wenn du halt bei so einem Kampf bist wie... The Beast, was ich zuletzt hatte... Nee, 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 nee. Das muss nicht sein.
Das muss wirklich nicht sein. Hey, Ranger. Ich meine, den Cursed Penny will ich überhaupt nicht. Das ist scheiße. Ich hätte kurz weiter Penny, mit dem ich Soul Hearts bekomme, aber ist er nicht. Ist er überhaupt nicht. Und Luck Up, ja, das. Ja, ich meine, ein Luckset von 1 ist besser als ein Luckset von. Luckset von 0 ist besser als minus 1. Ich würde sagen, es ist trotzdem beides noch sehr nutzlos. Und Leute, haben ihn mit Radierer gekillt. Per Last Hit, dass er ganz weg war. Oh, man konnte ihn mit. Ach ja, stimmt, mit Radiergummi konnte man ihn irgendwie ganz entfernen. Ja, das sind Dinge, die ich alle verpasst habe. Immerhin muss ich aber auch nicht Tented Jacob. Tented Lazarus machen, während der komplett scheiße ist. Das ist wenigstens ein kleiner Bonus. Denn der war definitiv schlechter zu Beginn. Vor allem war der erste Tented-Charakter, den ich freigeschaltet habe. Dann war es einfach so eine Scheiße. Das sind alles so gute Trinkets, da kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich mitnehmen will. Naja. Gott, ich mach so wenig Damage. Warum? Wie kann das überhaupt ein Run sein mit Tag Axe und Brimstone und trotzdem so scheiße? Ist das nicht eine gute Kombination eigentlich? Nee. Lass mal nicht zu harsch gehen. Aber ja, wenn die Möglichkeit noch bestehen würde, würde ich wahrscheinlich auch manche Dinge mit Tainted Jacob, mit dem Radierer machen. Nicht alles, aber ein paar Dinge. Genau, massiv verwirrt von dem nicht vorhandenen Schaden, ja. Ist nicht so glücklich gerade. Aber hey, dafür geben wir die Chest, das sind direkt 4 gratis Items. Ich bin gar nicht überzeugt gerade. Ich habe die Eisig-Route gemacht, um zu schauen, ob ich es könnte und dann den Rest gecheased. Also ich habe Blue Baby mit Tante Jacob für lange Zeit nicht geschafft. Ich weiß, dass das Eisig-Route zählt. Ich habe so viel Schaden genommen, das gefällt mir gar nicht. Gehen wir hier rein. Oh, hallo! Hallöchen! Leute! Das war gut. Entfeste, das ist nicht ganz so gut. Goldener Schlüssel. Den brauche ich auch nicht wirklich. Was haben wir als letztes? Goldene Bomben? Naja. Oh, Mensch. Ich wollte gerade sagen, ich kriege hier einen Soul Heart raus. Ich habe mich so gefreut und dann ist das passiert. Aber okay, goldene Bomben. Finde ich die gut im Kampf gegen Isaac? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh Gott, ich werde so hart sterben. Ach, okay, wenn ich keine roten Herzen habe, kriege ich noch Bonus. Ich kriege an sich 2 schwarze Herzen dazu. Ja, yeah, okay. Okay, das ist gut. Das ist gut. Addicted. Bad Trip! Schön!
Schön, 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 schön. Schön. Puh. Da hatte ich schon kurz die Hoffnung, dass ich eine Pille bekommen könnte, die mir weiterhilft. Das war natürlich eine sehr dumme Annahme von meiner Seite aus. Ich weiß auch nicht, warum ich die Pille überhaupt genommen habe. Als ob Pillen jemals nicht scheiße wären in diesem Spiel. Oh, ich habe unendlich Bomben. Naja, gut, dann... Entschuldigt mich. Ich habe dann Solar droppen gehört gerade. Aber auch nur eins. Nehmen wir immer alle Pillen mit, wir bereuen es nur 50% der Zeit. Naja, ich habe das Gefühl, man bereut es öfter. Nee. Ich meine, bringen wir mehr jetzt die Feder. Die Feder bringt nämlich nichts. Außer von Rufi. 3 Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Und Majora's U. 66 Monate. Danke für die tolle Unterhaltung, die du seit Jahren ablieferst. By the way, hab Johnny auf der Gamescom getroffen und mich echt gefreut. Ersatzbank Bubble FTW. Ich habe ihn nicht getroffen. Darüber habe ich mich auch gefreut. Addicted? Kann ich drauf verzichten. Oh, ich habe schon wieder das Soulout verpasst. Das gibt's doch nicht. Und noch jede Menge Greedo-Action. Johnny kommt aus Hamburg, da fahre ich morgen hin. Ich bin morgen immer so nah. Ich meine, wenn du nach Hamburg fährst, da bist du Johnny ja auch quasi ganz nah. Ich meine, die haben nicht mal so viele Einwohner wie Italien. Was soll denn das? Burp. Oh, gute Neuigkeiten. Ich kann die Bad Trip nochmal nehmen. Hamburg hat auch mehr als Italien. Das denkt man immer, aber das ist nicht so. Okay, ist ja was. Das mit den goldenen Bomben, das werden wir nicht machen. Kommt nichts Gutes bei raus. Wenigstens sah ich ja während meiner kurzen Zeit, in der ich Isaac nicht mehr gespielt habe, habe ich wenigstens nicht komplett verlernt, wie man Gegnern ausweicht. Ich meine, ein Stück weit, aber generell, ich habe das Gefühl, dass Dodging sitzt noch prinzipiell. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Och, komm schon! Dann spawnt er natürlich direkt in mir drin. Ich meine, das habe ich ein Stück weit herausgefordert. Muss man fairerweise sagen. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, wenn ich an Armored Core zurückdenke, denn da... Oh Gott, einige der letzten Bosse, oh, die waren so übel. Die waren so übel. Das heißt, wenn ich das spiele, denke ich mir jetzt gerade, oh, das ist so stressfrei. So viel angenehmer. Also, viel schlechter kann die Auswahl nicht sein. Viel schlechter kann es wirklich nicht sein. Da war jetzt wirklich nichts auch nur ansatzweise Gutes dabei. Was kriege ich jetzt? Ach, wenn man ganz voll macht, kriegt man nichts mehr. Okay, verdient. Verdient an dem Punkt. Hanged Man. Ich könnte theoretisch ein, zwei Dinge mit dem D20 machen, aber ich habe auch echt keine Lust.
Mit dem kann ich nur ein paar die Herzen so am Boden rerollen, das ist nicht der D6. Dementsprechend ist der D20 auch nur bedingt hilfreich. Au. Oh Gott. Ah ne, die roten Megamaus waren das Problem. Okay, alles gut. Ich dachte kurz, ich habe ein Problem. Oh. Der spuckt die Spinne aber auch weit. Ich hatte heute einen Albtraum. Nicht direkt einen Albtraum. Und zwar, dass einfach so eine, riesige Spinnen, die ganze Zeit von der Decke runterkamen. Und dachte ich mir, oh, jetzt, wo ich mich zur Seite bewege, wird es bestimmt anhalten. Sie wird mich bestimmt in Ruhe lassen. Hat sie sich auch zur Seite bewegt und sie wollte gezielt auf meinem Kopf landen. Die Spinne war grün. Sie waren etwa so groß wie ein Teller und ich mochte sie überhaupt nicht. Ich hatte letztens, damit meine ich, glaube es war diese Woche, hatte ich einen komischen Traum. Ich habe geträumt, dass ich in, ich habe keine Ahnung, irgendwie in einem Schullandheim oder so eine Scheiße war. Ich hatte aber glücklicherweise einen Gamecube dabei mit der Controller und wollte mir den mal anschließen, damit wir ein bisschen Smash Bros. Spielen können. Und dann wollte ich reden. Das Problem war, dass ich dann, während ich geredet habe, die ganze Zeit, alle paar Sekunden, dass ich dann geschnarcht habe. Da ich habe gesagt, ja, okay, entschließen wir den. Entschließen wir. Und da dachte ich mir, oh Gott, das ist so unangenehm. Warum mache ich das? Kann ich aufhören damit? Und das war komisch. Da sind wohl die Geräusche ein bisschen durchgekommen. Ah, fuck. Hey, ich habe ja Gimpy. Warum zahlt der nicht so wenig aus? Hast du dann auch IRL geschnarcht? Ich meine, ich wüsste nicht, woher sonst die Geräusche kommen sollten. Im Traum. Wegen null Luck? Naja, Gimpy zahlt mehr aus, wenn man mehr Luck hat, aber ich habe das Gefühl, Gimpy sollte trotzdem ein bisschen mehr auszahlen, als aktuell der Fall ist. Seht ihr? Und ihr dachtet, die Bad Triple... Oh, oh. Wie ist dieser Run eigentlich so schwach? Ich habe so gute Basic-Items, aber... Da fehlen einfach die Stats. Ich meine, die Feuerrate ist super gut, aber alles andere ist komplette Scheiße. Warum nehme ich die Münzen mit? Huh. Damals, wo ich jung war, habe ich geträumt, einen Nintendo DS zu bekommen. Ich habe mit diesem Mann im Traum gespielt und den auf dem Wohnzimmertisch im Traum hingelegt. Als ich dann wirklich aufgewacht bin, bin ich voller Motivation ins Wohnzimmer gegangen, um enttäuscht festzustellen, dass es nur ein Traum war. Ja, ich hatte auch mal einen Nintendo DS-Traum damals. Und das Wichtigste, der enttäuschendste Traum, der war natürlich erst einige Jahre später. Ich habe geträumt, dass ich eine Wii U habe. Mit dem New Super Mario Bros. U. Und dann bin ich aufgewacht und keine Wii U. Was soll denn das? Auf einmal hat man keine View da. Das ist so bitter. Das war creepy. Was war creepy? Herausfinden, dass die View nicht da ist. Ich würde eher sagen, es ist herzzerreißend. Ich meine, ich mochte die Wii U prinzipiell. Hätte, denke ich, nicht geschadet, wenn sie Armored Core 6 darauf gebracht hätten, aber vielleicht kommt das ja noch. Nee, mein Traum. Also ich habe geträumt, dass mein PS5 den Red Screen of Death hatte wie die PS2. Was ist der Red Screen of Death? Was? Den kenne ich nicht. Meinst du den Red Ring of Death von der Xbox 360? Ich glaube, die PS3 hatte so ein gelbes Licht. Ich glaube, die PS2 hatte doch nichts derartiges. Ey, ich kann fliegen. Hat die PS2 den Todesschirm?
Nein, 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 nein. Ach Gott. Red Screen of Death ist, wenn die CD nicht gelesen werden kann und dann kommt so gruselige Musik mit der endlos roten Void. Nee. Und nicht bei der PS2. Und meine Fat PS2, die kann gar keine CDs mehr lesen. Das heißt, da kam ich öfter. Kommt doch nicht dann. Kommt doch kein roter Bildschirm und gruselige Musik. Vielleicht bei der Slim nur oder so? Ich glaube, meine Slim konnte bisher immer alles lesen. Bei der Fat sollte das nicht kommen. Wenn sein Nah schon ist, echt wild. Ich meine, ich werde es eh vergessen. Bis nach dem Stream habe ich es eh wieder vergessen. Das ist eine lange Nachricht. Ich habe mir geträumt, wo ich 5 war, dass ich so eine Treppe bei meiner Oma runtergefallen bin. Ich dachte jedoch jahrelang, dass es wirklich passiert war. Als ich 16 war, hatten wir dann das Thema Treppe runterfallen angeschnitten. Ich erzählte meiner Oma, weißt du noch, wo ich damals die Treppe runtergefallen bin? Meine Oma schaute mich daraufhin schockiert an und sagte, dass ich noch nie eine Treppe runtergefallen wäre. Das war heftig. Ja, entweder das oder es war diese eine Situation, wo sie gesagt hat, ja, dann hätte ich eigentlich auf die Jungen aufpassen müssen. Gerade war ich gerade woanders beschäftigt und dann ist die Treppe runtergefallen. Wenn er fragt, wenn wir einfach so tun, als ob es nie passiert wäre. Und dann sind schon so viele Jahre vergangen, dass sie sich dachten, na, nee, das ist nicht passiert, das, also, kann ich mich nicht erinnern an sowas. Nee, tut mir leid. Musst du wohl geträumt haben. Nicht zugeben, wofür man verklagt werden kann. Richtig, richtig. Treppe runterfall, Gaslighting. super Secret Room. Bist du hier irgendwo? Nee? Ist okay, dann gehen wir ohne weiter. Ja, okay, gehen wir ohne weiter. Schon okay, schon okay. Wir brauchen ihn gar nicht. Ich schaff Blue Baby auch so. Ich bin starker Spieler, ich weiß Bescheid. Seht ihr? Ich bin so erstaunt, wie es einfach wirklich keinen Schaden macht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wie kann das so schwach sein? Naja, gut. Kein Delirium. Ich denke, das ist besser so. Okay. Puh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.